Cookie. Warum sind wir im Wald sitzen schon wieder? Willst du nicht spielen? Bloß wegen deiner ollen Kralle oder was? Jetzt reiß dich zusammen. Bist du denn Hund oder Mensch? Guten Morgen, es ist Sonntag, der 25.10.2015 und ich habe noch 3 Tage und den Rest von heute frei. Wie geil ist das denn? Nicht so geil ist. Ihr erinnert euch ja bestimmt, dass ich Probleme mit meiner Canon 7D hatte, die am Rechner anzuschließen. Das Problem hat sich gelöst, habe ich behoben, indem ich die Karte, die da drin war, in der Kamera formatiert habe. Das war nicht so schlimm, weil ich die Bilder oder die Videos, die da drauf waren, nicht brauchte und nicht ähnlich so doll waren. Also hat mich das nicht gestört. Danach war alles behoben. Also Karte in der Kamera formatiert, Kamera an Rechner angeschlossen, zack, da war sie wieder. Liegt da. Problem lag also an der Karte, wobei die Karte nicht kaputt ist oder so. Keine Ahnung. Obwohl das Problem dann wahrscheinlich eher am Mac lag. Jetzt habe ich dasselbe Problem mit der GoPro. Gestern Abend fing irgendwie an, habe ich schon gemerkt, dass es rumgezickt hat oder so. Und wenn ich sie jetzt anschließe am Mac, ist nichts. Wird nicht erkannt. Wird zwar geladen, der Akku von der GoPro, aber die Karte wird nicht ausgelesen. Problem, das habe ich, wie gesagt, am iMac und am MacBook Pro. Egal, wo ich sie anschließe, das Problem taucht immer auf. Was ich ziemlich merkwürdig finde. Auf der GoPro oder auf der Karte, die in der GoPro ist, sind mir noch Daten drauf, also Videoschnipsel, die ich definitiv noch brauche. Ansonsten habe ich hier irgendwie keine Videos von bestimmten Tagen. Oder mir fehlt ganz Teil von den Videos. Das wäre ziemlich doof. Ich weiß aber nicht, wie ich die Daten da runterkriegen soll. Aber alles probiert. Karte rausgenommen, in Leserie gesteckt. Also die Rechner wollen die Karte definitiv nicht auslesen. Wenn ich die Karte in der GoPro formatieren würde, wäre danach wieder alles gut, denke ich mal. Aber dann wären halt die ganzen Videos, die da draußen weg. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Wie kriege ich die Daten da runter? Ich weiß es nicht. Wenn jemand von euch eine Lösung hat, na, ist auch Quatsch. Wenn ihr das hier seht, sind die Daten entweder für immer verloren oder ich habe sie irgendwie noch gerettet. Verrückter Hund. Naja. Ich glaube, das hat erzählt. Cookie hatte wieder ein Problem mit ihrer Daumenkralle, dass sich die so eingerissen hat oder so abgebrochen hat, so halb. Und die hängt halt noch so ein bisschen dran. Und dann ist sie ja so ein bisschen wehleidig und will nicht spielen und so. Geht mir den Gassi und dann setze ich gleich wieder hin im Wald, wenn wir an unserer Spielstelle sind. Statt mit dem Stock zu spielen wie sonst. Ja, ist ja echt wehleidig. So. Und jetzt hat den Stock geschmissen und dann guckt sie doof und rennt nicht hinterher. Dann geht sie langsam hin. Und jetzt zeigt sie rufen, weil ich dachte, jetzt versuche ich die Kralle da abzumachen. Aber als wenn sie es ahnt, sitzt sie da jetzt. Das ist eine Troller. Du bist ein kleiner Hosenscheißer. Ja, ein kleiner Hosenscheißer bist du. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Hier, komm mal her. Na los, komm mal her. Hab doch keine Angst. Was ich wieder tun würde. Das ist ein Hund. Ich bin wieder zu Hause, wie man sieht. Und das Problem mit der Karte ist behoben. Und ich kann nicht genau sagen, warum dieses Problem überhaupt gab. Aber es ist halt nicht das erste Mal. Ganz kurz. Es geht hier um diese Karte, die hier drin ist. Die kleine da. So. Die hatte ich erst in der GoPro drin. Habe sie am Rechner angeschlossen. Wurde nicht erkannt. Habe sie dann in dieser Karte reingesteckt. Am Rechner angeschlossen, wurde nicht erkannt. Ich habe sie in ein USB-Lesegerät reingesteckt und in den USB-Port gesteckt, wurde nicht erkannt. Habe sie in dieser Karte in den externen Leser reingesteckt und die Karte wurde nicht erkannt. Ich habe das ganze Prozedere nochmal am iMac probiert, dasselbe Problem. Habe dann ein zweites Adapter gefunden. Habe die Karte dann hier in den Adapter reingesteckt, in den Rechner rein, ins MacBook rein, wurde erkannt sofort. Ich die Karte da wieder ausgeworfen, in den iMac rein, wurde erkannt, schnell die Daten alle gesichert. Wunderbar. Ich habe die Karte jetzt wieder in das alte Adapter rein und steckt die jetzt mal hier rein und ich würde wetten, sie wird jetzt erkannt. Ja, genau. Ich muss das hier mal kurz schließen. Das ist jetzt die Karte. Warum wurde sie jetzt erkannt und vorher nicht? Selbst Neustart vom Rechner hatte alles nicht geholfen. Ich mache die Karte in ein anderes Adapter, sie wird erkannt, mache sie wieder das alte Adapter und sie wird jetzt erkannt. What? Es ist doch... Das kann mir doch keiner vernünftig erklären, oder was? Technik-Scheiß, ehrlich mal. Egal, die Daten wurden gesichert. Ich werde die Karte jetzt in die GoPro schmeißen und sicherheitshalber mal formatieren. Und freue mich, dass alles geklappt hat und die Videos gesichert sind und gerettet sind. Okay, super. So schönes Wetter heute. Da muss ich doch heute Nachmittag nochmal rausgeben, den Hund hier. Also nicht, dass ich es sonst nicht mache.
So müsstest du damit verstehen können. Ein Glück hat Cookie doch noch einen Stock gefunden. Die gehen mir schon die Nerven. Wir nehmen immer was, oder ne, nicht immer. Wir nehmen meistens was mit zum Strand, zum Spielen. Diesmal habe ich mit Absicht nichts mitgenommen, aber sie wollte was haben. Nur hat sie zum Glück noch einen Stock gefunden. Los, ab. Das war's für heute. Sorry, ich habe einen Bonks im Mund. Letzte war, die ich aufgenommen war vom Strand, oder? Danach habe ich wieder nur am Schreibtisch gesessen und Videos bearbeitet, beziehungsweise eher prokrastiniert. Naja. Trotzdem vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Und vergesst nicht, Kanal abonnieren und vielleicht mal einen Kommentar abgeben, würde mich freuen. Danke und tschüss.